Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 2007. Es geht weiter mit der Mission Blackout. Let's go. Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Abrücken. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Waffenfreigabe. Er ist erledigt. Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten voraus sein. Kamarow und seine Männer warten in einem Feld nordwestlich von hier. Soap, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Der ist erledigt. Einer weniger. Aber das ist nicht eigentlich voll die Verschwendung. Das Nachtsichtgerät war damals noch nicht so gut. Ja, Kamarow. Willkommen im neuen Russland, Captain Price. Was ist das Ziel? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Ultranationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Ваня, приближайся. Приготовься к атаке. Жди моего сигнала. Hier lang. Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Scharfschützen in Position! Guess, die linke Flanke decken! Verstanden, decke linke Flanke. Dann alle Einheiten, Angriff sofort starten. Feindliche Infanterie nordwestlich! So, schalten Sie die MG-Schützen an den Fenstern aus, damit Kamarows Männer das Gebäude stürmen können. Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamarow. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor ihnen schützen. Hier lang! Machen Sie hin, Kamarow! Ich will den Informanten! Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bahnen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten. Какой статус? Сколько времени тебе нужно? Ладно, я буду проживать, останавливать их. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Noch nicht. Feinde auf 12 Uhr!
Soap, hier rüber. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Preis. Meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus. Und unser Informant? Dem läuft die Zeit davon. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Gut, wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Digga, wurden die abgeschlachtet? Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Что ты делаешь? Что сумма зашел? Wo ist er? Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. Soap, Gas. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informanten was passiert. Na dann, los. Alter, die habe ich links überhaupt nicht gesehen. Die haben uns weggerotzt.
Scheiße, Bewegung! Vielleicht lebt er noch! Gas, auf die Rückseite und unterbricht die Stromzufuhr! Alle anderen bereit machen! Gas, jetzt! Okay, Strom unterbrochen. Los! Victor! Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach. Sascha! Digga, wie die sich einscheißen. Boah, Alter. Что вы хотите? Что вы? Спецвойска? Er ist es. Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, weil ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1, over. Bravo 6, Big Bird hier. Sind auf dem Weg, Ende. Los geht's, los geht's! Haben die Amerikaner schon Al-Assad angegriffen? Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Al-Assad niemals lebend kriegen. Nächste Folge geht's weiter mit der Mission Charlie surft nicht. Bis dorthin haut rein, euer World Gamer YouTube. Ciao.